Dino und Stego. Wir haben Fragen auf all deine Antworten. Ja, herzlich willkommen bei der 8. Ausgabe jetzt schon von Dino und Stego. So heisst unser Podcast. Und das ist, weil ich der Jan Dino bin. Und ich bin der Stego. Genau, wir sind beide Saurier. Und ja, christlich geprägt. Und bis jetzt haben wir eigentlich auch mit Christen geredet in unserem Podcast. Wir sind so ein bisschen auf der Suche nach Fragen, nach Herausforderungen. Wir selber wollen herausgefordert werden und wir wollen auch andere herausfordern. Jetzt, das Mal sind wir das erste Mal wie offiziell zusammen mit einem bekennenden Atheist, mit dem Valentin Abgottsporn. Wir sind hier im Büro von der Freidenker, von der Freidenkervereinigung Schweiz. Im Archiv. Ja, Archiv und Büro. Archiv und Büro, aha, okay. Und Sitzungsräume. Okay. Und somit tun wir auch alle Freidenker und Freidenkerfreunde herzlich willkommen heißen. Freidenker und Freidenkerinnen. Freidenkerinnen, genau. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr euch dafür interessiert. Wir freuen uns mega, Valentin, dass du dir Zeit nimmst für uns, um mit uns ein kleines Gespräch zu kommen. Und uns hoffentlich viele spannende Sachen zu erzählen von dir oder von deinem Glauben oder von deinem Nicht-Glauben. Wir sind sehr gespannt. Ja, voll, merci vielmals. Wir haben auch gedacht, weil jetzt Feierabend ist und ja, haben wir ein Bierchen mitgenommen und machen jetzt das so. Du bist schon auch geübt mit Ritual. Wir tun jetzt das rituell alle gleichzeitig öffnen. Oh shit! Noch ein bisschen, hoffentlich haben sich alle Christen jetzt gerade Tore zugegeben. Also in dem Fall danke ich auch einfach mal für die Einladung und für das Interesse am Thema. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ja, uns würde zum Start fänden wir es cool, wenn du uns ein bisschen könntest erzählen von dir, auch von deiner Geschichte. Wie man ja gehört, bist du Walliser. Wir kennen dich auch ein bisschen von der Zeitung. Du bist ein berühmter Freidenker. Ich würde sagen, der berühmteste Freidenker wahrscheinlich, wo in der Schweiz so ein bisschen umzieht und Sachen anreisst. Und du bist vor allem berühmt worden wegen der reinen Kruzifix-Geschichte, wo du als Lehrer im Wallis in der Schule erlebt hast, nämlich dass du dich gewehrt hast gegen ein Kruzifix in der Schule und wegen dem eigentlich dann schlussendlich auch deinen Job verloren hast. Mhm. Vielleicht können wir auf das später noch sprechen, aber was ist eigentlich mal wie wundern, was ist eigentlich alles vorher passiert? Also wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? Mhm. Vielleicht auch religiöser Hintergrund. Was sind deine Eltern? Was glauben deine Eltern? Was hast du mitbekommen als Kind? Und kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen? Konkret gehe ich langsam so auf die 40 zu. Also einfach vom biologischen Alter her. Und auch aufgewachsen im Oberwallis, Es war nicht ein krass religiös, fundamentalistisches Umfeld gewesen. Also das Oberwallis ist ja katholisch, also schwarz-katholisch in gewissen Seitentälern. Also es ist wirklich zum Beispiel bis vor kurzem nicht einfach gewesen, wenn du da hast gemerkt, ich bin schwul oder ich bin lesbisch oder so. Das hat also da wirklich auch immer noch heute, es gibt Familiendrama, es gibt da wirklich auch eine gelebte katholische Intoleranz. Es gibt aber das Gegenteil auch, also in einer grösseren Stadt, Briegfisch, da kannst du das heute besser leben. Meine Jugend und Kindheit, Jugendalter, Kindheit, es ist nicht sehr religiös. Also ich habe eine Erstkommunion gemacht, ich habe eine Firma gemacht. Ich bin aber schon relativ früh mal ein bisschen kritisch gewesen, oder wenn so Definitionen sind gekommen, was ist denn Sekte im Religionsunterricht, wo ich noch teilgenommen habe. Ja, eine Sekte ist immer, die haben die Bibel und nachher haben sie noch etwas daneben. Und dann habe ich zurückgefragt, ja, und die Katholiken haben die Bibel und den Katechismus. Und nachher macht der Religionslehrer schon grosse Augen. Also es hat da schon so Momente gegeben, wo ich wirklich das Gefühl hatte, nimmt mich jetzt der Religionslehrer oder der Pfarrer nicht ganz voll? Also bringt er mir jetzt Argumente, wo er das Gefühl hat, ja, das ist jetzt für ein Kind oder für einen Jugendlichen, oder hat er es nicht wirklich besser gewusst? Und mittlerweile, ich meine, ich habe schon mit Theologieprofessoren diskutiert und ab und zu ist es ein bisschen elend, dass die besten Gegenargumente noch gar nicht gekehrt haben. Aber das ist jetzt
Das ist dann eher später passiert. Und ich habe aufgehört, in einen Religionsunterricht zu gehen, wenn ich im Gymnasium war, Kollegium heisst das im Oberwallis, wenn ich einfach die Religionsmündigkeit bekommen habe. Damals hat man sich auch noch abmelden und das wird zu dritt. Der Ricky, der Achim und ich sind nicht mehr in den Religionsunterricht gegangen, sondern sind Kaffee trinken. Heute machst du das nicht mehr genau so. Heute gibt es vielfach einen Ersatzunterricht, also etwas anderes, also zum Beispiel Religion und Ethik. Das ist auch nicht ganz sauber, weil zum Beispiel in dem Ersatzunterricht, gerade im Oberwallis, heisst es halt immer noch Muselle geben. Im Lehrplan von dem heisst es immer noch, die positiven Werte von der Religion müssen herausgestrichen werden. Also das war so im Gymnasium. Ich habe mich für Religion nicht sehr interessiert. Für mich war das einfach das ist vorbei. Dann habe ich Germanistik Philo studiert in Freiburg. Also Freiburg in der Schweiz, Freiburg im Oechtland. Und Studentenleben und so, das ist eigentlich säkular, oder? Als Philosoph und als Germanist hast du da nicht viel mit Religion am Hut. Was war für dich dann schon gesetzt gewesen, dass du religionslos bist? Also ich bin religionslos gewesen. Also ich bin nicht aus der Kirche ausgetreten gewesen, aber für mich ist das einfach nicht das Thema gewesen. Klar, wenn mal eine Diskussion war, habe ich gesagt, ja, bist du religiös? Ich glaube nicht. Fertig. Also ich glaube nicht. Fertig. Also ist einfach schon nicht die Jugend auf. Ist nicht gross. Ja, aber vielleicht so ab 14 oder so. Das habe ich nicht mehr genau im Kopf. Wenn ich einfach nicht mehr so richtig etwas damit kann, noch anfangen. Ganz früher habe ich so in die Poesiealbum drin geschrieben, Berufswunsch Pfarrer. Aber das war eben gesehen, weil man gewiss Zyklus vom Bübsein, sagt man ja, Mädchen ist steich und oder mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und ich hatte so das Gefühl, Priester sein, das heisst, allein sein, es gehört zu Haus und man hat einfach Zeit für Bücher zu lesen. Was sind Poesiealben? Ist das etwas Katholisches? Das ist einfach quasi. Freundschaftsbücher. Ja, genau, so Freundschaftsbücher. Also jeder klebt vielleicht so ein Bild drin, nachher Berufswunsch, was willst Vorbild. Du werden und hältst dich irgendwie 100 Jahre alt. Und sorry, den Begriff habe ich nicht kennt. Bei uns hat es Freundschaftsbücher Genau, ja. Also das ist vielleicht auch der falsche Begriff, Poesiealbum oder Dings. So viel Poesie ist jetzt nicht drin. Ja, also das war so der Werdegang. Und ich habe schon an der Uni Freiburg ich auch so Momente gehabt, zum Beispiel, wenn ich gemerkt habe, dass in der Prüfungskommission für einen Lehrstuhl, der eigentlich Philosophie ist, schlussendlich die Bischofskonferenz kann mitentscheiden, weil der halb in der theologischen Fakultät ist. Also da habe ich schon so das Gefühl gehabt, ey, das müsste man eigentlich besser getrennt haben. Und es hat zum Beispiel an der Uni Freiburg hat's auch Kruzifix in den Häuferräumen. Aber das hat mich nicht so richtig gestört, oder? Mhm. Nachher bin ich eigentlich ein bisschen durch einen Zufall zuerst als Stellvertretung eingesprungen. In dem Stahlen, das ist sehr nah an meinem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin stahleriert. Stahlen ist da, wo ich schon zu Fußball gespielt habe. Ich bin auch selber da zur Schule gegangen. Bin ich da einfach reingerutscht, für einen zu ersetzen, Stellvertretung. Dann bin ich da geblieben. Und dann war es wie so ein Kulturschock gewesen. Komme ich da zurück und nachher sehe ich, 23 Gottesdienste pro Schuljahr, war im Stundenplan drin sind, was erwartet wird von mir als Klassenlehrer, dass ich bestimme, welche zwei Buben Messdiener sind und welche Lektoren sind und so. Das ist so richtig krass verbunden dort, das Bildungssystem und ehrlich, Katholizismus und katholisch, das sagt jetzt mir überhaupt nicht viel. Wir haben das kaum gehabt, die Verknüpfung der Schule. Also, du bist ja in einem reformierten Kanton aufgewachsen, oder Stegl? Ja, keine Verknüpfung. Also, ja. Echt, ist das jetzt uns auch recht fremd, dass das so krass verbunden ist. Ist du auch, wenn Leute aus den katholischen Kantonen erzählen, muss ich ehrlich sein. Also für mich ist auch vieles von dem neu, aber es ist wirklich interessant. Dass das, und du musst quasi fast ein bisschen die Rituale dort organisieren als Lehrer. Also muss man es so sagen, es ist ja nicht überall gleich. Weißt du? In einem Ort wie Visp zum Beispiel, der ja schon eine andere Bevölkerungsstruktur hat, also mehr Kinder von Nicht-Religiösen, Kinder von Muslimen, Kinder von XY, sieht es schon anders aus. Und zwar sieht es schon seit 15, 20 Jahren anders aus. Aber so in einem Bergdörfer hat sich das noch gehalten, oder? Beispielsweise auch, dass irgendwelche Stunden ausfallen und für halt irgendwie
das vorzubereiten, was nachher in einer Firma gesungen wird oder so Sachen, dass im Bastel, also im Handwerk, der Schmuck gemacht wird, was nachher in der Erstkommunion im Fest auf das Tischli tust, Musikunterricht ist jetzt ein halbes Jahr unter religiösem, also ja. Ich will nicht sagen, dass das im Oberwallis immer noch überall so ist, aber eben, die Geschichte ist jetzt bald einmal 10 Jahre her, es ist in ganz Haufen von diesen kleineren Erden, das ist wirklich ein Phänomen zwischen einer Stadt und Land, hast das Bewusstsein gar nicht da gewesen. Also quasi, die Leute hätte ich noch teilweise eher verstanden, wenn ich mich gewehrt hätte, wenn ich zum Beispiel jüdischen Glaubens wäre gewesen oder ein Muslim. Aber es hat noch ein bisschen mehr geschwert. Ja. Die ist immer so cool, ja, aber was glaubst du und was ist denn und so? Und auch von staatlicher Seite, wenn wir Diskussionen hatten, hat es immer gesagt, ah, dann seid ihr Muslim, weil ihr das ablehnt oder so irgendetwas. Also das ist schon komisch, oder? Das Bewusstsein, was ihr zwei eigentlich erlebt habt, unser nicht-katholischer Kantin, dass man eigentlich das Volksschulwesen, also die Schule, was für alle ist und für alle verpflichtend ist, muss neutral halten, einfach rein aus Gründen von, man will ja auch nicht indoktrinieren, man will nicht eine konfessionelle Religionssache da drin haben. Das ist schon recht speziell gewesen und das ist aber auch speziell gewesen, wenn ich zurückbekomme, oder ich habe mich lange nicht mit dem beschäftigt und gedacht, ja okay, ist gar kein Thema, dann kommst du wieder so zurück und dann wird dir das bang mal wieder bewusst. Und dann, hast du dich gewehrt, oder? Ein ganz konkreter Anlass von der Geschichte damals war Minarett-Abstimmung. Ich bin ja kein Fan von Minarett, aber ich bin auch kein Fan von Kirchentürmen. Aber wenn man Kirchentürme bauen kann, dann kann man eigentlich auch ein Minarett bauen. Also es ist nicht ganz, immer ganz einfach, gerade so zu sagen. Aber was ich meinte, eine Bauvorschrift gehört auch nicht unbedingt in die Verfassung. Und als Letztes, was mich wirklich gestört hat, die Leute sind immer gekommen und haben gesagt, wir sind hier ein christliches Land und dann Muslime müssen wir sie bremsen und sonst haben wir hier und die ganz mit dem Kopf durch und die und ausgerechnet Katholiken, die sagen, ja und das Frauenbild, das die haben und so. Und dabei sind das ziemlich sexistische Leute, die das geäußert haben. Das war so wirklich ein Grund gewesen, wenn ich gesagt habe, hechten, das geht doch nicht. Also, ich habe nicht die ganze Zeit die Tür, also die Rechte, die wir leben, also Offenheit, Toleranz, sagen wir euch, ja, eine gewisse wirtschaftliche Offenheit oder sagen wir euch, ein Ausgleich, ein sozialer Gedanke, dass das immer einfach unsere Bibel kommt und christlich. Und dann habe ich mich entschieden, einfach mal eurem Lehrerzimmer zu sagen, echt, das Kruzifix, das an meinem Schulzimmer ist, das habe ich drauf genommen. Ich habe es hier dargebracht, ich übergebe das der Schulleitung, einfach, dass ihr das wisst, das ist nicht mehr da. Das hat euch keine Welle gemacht. Oder das ist nachher 2 Jahre lang gegangen, bis wir dann eine Sektion gegründet haben, eben von einer Friedeichervereinigung, die eben euch, ja, die Friedeicher organisiert. Also Atheisten, Nichtgläubige oder Leute, die Staat und die Kirche wollen trennen. Und dann ist das so ein bisschen politisch geworden. Ein CVP-Politiker hat das nachher an die Medien gepusht. Also das ist auch nicht von mir gekommen, dass ich kann wollen, dass das in die Medien kommt. Also er hat sich beschwert bei den Medien darüber? Ja, es ist sehr hat konkret. Hat er sich persönlich angegriffen gefühlt? Oder was? Ja, gut, vielleicht hat er euch... Ich weiß, man kann ja nicht in andere Geister reinschauen, oder? Ja. Auch nicht in kleine Geister oder Kleingeister. aber ein CVPler kann natürlich das auch sehr brauchen, für sich zu profilieren. Oder? Vielleicht hat er auch das Gefühl, ja, das bringt jetzt etwas. Er hat sehr viele positive Reaktionen sicher auch gehabt, oder? Jawohl, den müssen wir jetzt mal die Hände in die Tür. Und die sind nachher auf die Schulleitung zugegangen, oder? Habe ich gelesen. Also konkret hat er zum Beispiel, er war Kantonsrat im Wallis, heisst das Grossrat, also der Legislative im Kanton. Hm? Ja. Der hat, wenn du da in dem Grossrat hockst, kannst du dich anfragen an die Regierung, also eine Kantonsregierung stellen, und dann hat er natürlich so Kantonsregierung so Fragen gestellt, oder? Er hat meinen Namen nicht drin getan, aber da sind natürlich nachher Journalisten auf das aufgesprungen, ja, um wer geht es denn da genau und was ist jetzt so? Und nachher, also dass man sich auch zugeben, ich meine, ich habe natürlich nicht nachher gesagt, ja, das bin ich dich, oder du hast Journalist-Auskunft verweigert, weil ich bin einfach auch der Meinung, ein Kruzifix kehrt nicht in einen Raum von einem staatlichen Gebäude. Fertig, Punkt, Schluss. Da habe ich natürlich auch Auskunft gegeben, den Journalisten nachher. Also so ist es nachher dazu gekommen, dass du wie gemerkt hast, eigentlich hätte ich das Thema Religion oder Gottglauben gar nicht mehr so beschäftigt. Dann Job,
aufgrund von deinem Job hast du dich wieder damit auseinandersetzen müssen. Und ist es dann auch ein bisschen dazu gekommen, dass du wie gemerkt hast, dass so ein bisschen aus einem passiven Atheismus ist dann so ein aktiver, vielleicht sogar fast Kampfatheismus entstanden, weil du wie gemerkt hast, hey, ich werde ungerecht behandelt, ich muss jetzt aber auch, ich will jetzt auch meine Position festigen. Also konkret ist ja, die Position philosophisch ist recht gefestigt. Also ich brauche keinen Gott, kein Gottesbild für mein Leben, für meine Werte nicht. Aber es ist ja nachher ist eine politische Frage, oder? Also es ist eine politische Frage geworden, im Sinne von, wie wollen wir einen Staat organisieren, oder? Mhm. Also die Anmassung vom Katholizismus, aber da noch träumen, zu bestimmen, dass die, ja. dass die unter dem... Und das ist ja ein katholisches Symbol, oder? Ein Kreuz mit einem Korpus dran ist ja der Reformierte und auch der meisten Freikirchler relativ fremd, oder? Die haben mehr ein Kreuz ohne Korpus. Also das Kruzifix ist ja immer ein Kreuz mit dem Leib Christi dran. Und das ist, ist auch für Reformierte nicht ganz in Ordnung. Also das eine Gewaltdarstellung ist schon. Ja, es sind nicht immer ganz grusige. Also ihr kennt ja die wahrscheinlich, es gibt ja Barock-Kruzifixe, die richtig grusig können sein. Also wenn das ein Jugendlicher, ein Kind sieht, das sind ja richtige Trauben von Blut, die da ausläufen. Das kann sehr schockierend sein. Ich hätte es in meinem Raum nicht ein sehr, sehr schockierendes... also es war nicht irgendwie blutig oder so. Du hast schon gesehen, der Körper, der leidet oder hat Schmerzen und Wunden und so. Aber... Es ist noch gegangen. Mhm. Also aber deine Frage war, was hat das mit mir gemacht? Und eigentlich war es halt einfach auch gewesen, einfach die Entscheidung, ja, da stehe ich jetzt nicht zurück. Also die haben von mir verlangt, dass ich das Kruzifix wieder aufheiche. Und man muss wissen, es gibt einen Bundesgerichtsentscheid zu dem Fall. Also dass, wenn es wer verlangt, dass das entfernt wird, muss das entfernt werden, oder? Und ich habe die juristische Seite hinter mir gehabt, und dann habe ich einfach entschieden, nein, da kann ich jetzt nicht einfach ein kleines Bein geben und nachher wieder das Kruzifix aufheben. Und schlussendlich hat es mich sehr erstaunt, dass es wirklich eine fristlose Kündigung gegeben hat. Also, ich bin immer noch so versucht, ich weiß nicht, es gibt noch ein paar Geschichtsteile von der ganzen Geschichte, die ich noch nicht erzählt habe. Es hat noch nie einer erzählt, es gibt wirklich noch krasse, skandalöse Sachen, skandalöse Teile, aber... fristlose Entlassung von Lehrpersonen, das kommt eigentlich fast selten gar vor, nicht hey. Vor. Eine Freistellung gibt es. Ich meine, zwei Monate nachher hat es in Genf einen gegeben, der eine Schülerin geschwängert hat. Dann haben sie nicht fristlos entlassen, sondern auf einmal freigestellt bis Ende des Jahres. Dann habe ich zu mir selber gedacht, also, was läuft hier, oder? Mir fristlos und da, und, also, es war ein Verhältniswahnsinn gewesen. Und in dem Moment bin ich hat die Einschätzung auch von einem Oberwalliser teilweise geändert. Oder vorher haben die das Gefühl, was kommt denn hier, ist das Kruzifix und so. Aber wenn die nachher gemerkt haben, dass es eine fristlose Entlassung gibt, ist die Sympathie sogar von einigen Oberwalliser Katholiken ein bisschen geändert. Mhm. Wenn ich nachher natürlich immer noch fünf Jahre später, aber immer noch nicht an Gott glaube, ist die Sympathie vielleicht wieder weg. Also ich ziehe nicht mehr durch die Schweiz und spiele irgendeine Opferrolle. Oder? Die Geschichte kehrt zu mir. Aber ich bin nicht mehr der Kruzifix-Lehrer. Also ich habe ganz andere Facetten und auch die Friedeicher machen ganz, ganz andere Sachen, als einfach nur Kruzifix entfernen. Ja. Also das ist sehr interessant. Also eigentlich, eben, jetzt wie so tönt, zuerst ist es für dich zwar ein Thema gewesen, du hast gedacht, ja, eigentlich sollte das ein bisschen mehr Trend sein. Religion und Bildungswesen zum Beispiel. Und nachher sind ein paar Geschehnisse vonstatten gegangen und die haben dir ein bisschen mehr Feuer gegeben. Also ein bisschen das Gefühl, was jetzt aus dem raus, hast du ja vorhin auch bestätigt. Also konkret, ich habe ja Teile von dem Buch zum Skandal habe ich schon geschrieben, aber noch nicht ein Haufen Kapitel. Aber das erste Kapitel ist eigentlich, das ist nicht gelogen, an dem Abend, was wir gekündigt haben vor der Herbstferien, ich habe zuerst noch ein paar Lehrerkollegen angerufen, dass ich noch schnell eins reinkomme. Und dann haben sie gesagt, ey, die haben mir gerade vor 50 Minuten frischlos gekündigt. Auch die Lehrerkollegen haben das wirklich also krass gefunden. Und dann bin ich am Hof heim, gehe duschen. Und dann habe ich selber gemerkt, ich mache das nicht viel. Summo oder Pfeif oder so. Und dann habe ich selber gemerkt, dass ich unter der Dusche vom Wagner-Ritter Walküren
Je siffle, gepfiff von Hauser. Mhm. Das kennen wir vielleicht, das ist so Vollattacke, oder? Und dann ich zu mir selber, in dem Moment habe ich gesagt, okay, das passt jetzt. Also, jetzt wäre mir. Also, jetzt endgültig, jetzt langt es. Das ist einfach zu viel. Okay. Also, das ist schon so, ist schon ein Motivator gewesen. Und es ist nachher auch nicht alles schön gewesen, oder? Also, ich habe wirklich auch dunkle Zeiten nachher erlebt, oder? Also, es ist wirklich, das ist dann nicht so, dass man einfach sagt, ja, du hast da, das ist dann lang gegangen, bis das juristisch einigermaßen in Ordnung ist gekommen und so. Also, das hat auch sehr, sehr dunkle Seiten gehabt. Auf der anderen Seite hat es auch schöne Seiten. Ich bin ins Fernsehen gekommen und meine heutige Frau und die Mutter von meinen, also von Isha, zwei Kinder, hat mich da gesehen und gedacht, ja, der nehme ich. Und dann hat sie mich kontaktiert online und heute, sie wäre glücklich verheiratet. Einmal ich, sie. Sie weiß ich nicht. Aber es hat, in dem Sinne hat es auch, weißt, richtig positive Sachen, aber an und für sich ist es schon krass gewesen. Also, ja. Darf ich fragen, also, was jetzt, wir merken eben, du bist mit dem Katholizismus auch konfrontiert worden. Du hast ein schwierig erlebt, auch gerade als Atheist. Jetzt gibt es eben noch die Reformierkirche, es gibt Freikirchen. Wie schaust du denn jetzt zum Beispiel Freikirchen an? Also, wir haben jetzt auch so, wenn wir so ein bisschen geschaut haben, wie du dich äußerst oder gegen was du äußerst, im Moment äußerst du dich sehr viel gegen die katholische Kirche. Wie schaust du denn Freikirchen an? Was beschäftigt dich dort? Also, es gibt ja immer mehrere Schienen, oder? Also, auf der politischen Seite ist zum Beispiel, ist mir wirklich Bauchschmerzen verursachend, dass man aber nebst der Kirchensteuern auch noch ganz, ganz viel Geld in die Landeskirche, also eine Landeskirche immer in Anführungszeichen, weil es gibt eigentlich keine Landeskirche im Sinne von schweizweit, oder? Das ist die politische Seite, oder? Also quasi, da muss ich sagen, ist halt meine Kritik an den Katholiken beispielsweise erstens, weil die aber an diesen staatlichen Privilegien von denen profitieren und zweitens, was die für das Frauenbild haben, also es gibt keine Frauenordination, was jetzt ist gegangen mit den Kindsvergewaltigungen und Kindsvergewaltigungsvertuschung, das ist ja der zweite Skandal, oder? Die werden nicht der normalen staatlichen Gerechtigkeit oder Strafverfolgung zugeführt, sondern da wird vertuscht und verheimlicht. Das sind schon Sachen, die ich sehr, sehr schwierig finde. Ich habe es mehrere Mal schon so ausgedrückt, ich würde die katholische Kirche aber auch noch dekritisieren, wenn wir eine krasse, genaue, strikte Trennung von Staat und Kirche hätten. Aber dann würde ich nicht mehr die staatlichen Privilegien von der Kirche, von der katholischen Kirche kritisieren, sondern die Ideologie. Ja, und die kritisiere ich immer noch. Und es, muss man es halt auch sagen, bei den Reformierten gibt es auch, es gibt Reformierte, die sind konservativer und es gibt solche, die sind offener. Es gibt eine Haufen Reformierte, die sind quasi säkulare Humanisten, die so ein bisschen an irgendeinen komischen, diffusen Gott glauben. Es gibt solche, die sind offen atheistisch. Die Ella de Croix hat er vielleicht mal gehört. Die ist eine reformierte Pastorin, die sagt, es gibt keinen Gott. Das ist nur, die ist immer noch in der Landeskirche. Holland ist holländischer Akzent. Genau. Und ja, also es gibt das, es passt euch, also in die Landeskirche. Und darum kann ich jetzt auch keine Aussage sagen über die Freikirche, oder? Das ist wie ein Regenbogen, also genau, nicht ein LGBT-Regenbogen, aber es ist ein Regenbogen, war richtig war relativ nah an den Werten, die ich vielleicht auch habe, bis zu Sachen, die ich krass kritisiere. Also wenn zum Beispiel gar kein Sex vor der Ehe und nachher Homosexuelle leidend und müssen mal therapieren, also heilen von der Krankheit der Homosexualität. So Sachen. Oder ich kenne jetzt so also ein bisschen, was so unter Zukunft Schweiz läuft und tut. Das ist so recht eine komische Sache, was der ein ziemlich komische, auf eine Art konservative Christentum mit irgendwelchen libertären Ideen, aber nachher mit einer Muslimfeindlichkeit noch kombiniert wird, wo sie da einen Rassismus überschlägt. Also nicht von Vorstandsmitgliedern von Zukunft Schweiz meistens, sondern von so Kommentierenden. Darum, ich kann auch zu wenig Auskunft geben, was eigentlich von Freikirchen. Also ich habe eine Meinung zu ICF und gewissen Äußerungen von ICF oder wie ICF funktioniert. Aber
Ich kenne zum Beispiel nicht genau, wo jetzt der Unterschied ist zwischen der und der Pfingstgemeinde, ja, oder was sind die jetzt noch an einem Christkatholiken mal oder was, ja, sind die. Also darum ist immer eine Einzelfallsache. Oder? Aber bist du grundsätzlich ein kritischer Denker, würde ich schon sagen, oder? Ja, also ich bin auch anstößig manchmal, also ab und zu mal will also Denkanstöße geben und anstößig sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nur kritisch bin, immer im positiven Sinn. Also das heisst immer, ja, immer aufbauende Kritik. Ab und zu mal geht auch mein Sprachwitz mit mir durch. Also er geht nicht mit mir durch, das ist schon relativ berechnet, was ich mache, aber ich kritisiere auch mal hart. Also das heisst, ab und zu mal liegt auch mal ein Aphorismus und ein Spruch drin, aber Kritik machen nicht einfach nur so für der Kritik willen, oder? Ich probiere es war etwas zu erreichen, aber vielleicht erreiche ich die Leute nicht immer, wenn man natürlich sehr ablehnen und sehr krass formuliert, aber ich formuliere ja, wenn ich beim Schweizer Fernsehen bin, formuliere ich ein bisschen kuscheliger als vielleicht ab und zu mal auf Facebook. Ja. Was kritisierst du an den Freidenkern? Oder gibt es auch Sachen, die du an einem Atheismus, an einem glaubten Atheismus kritisierst? Ja, selbstverständlich. Also du kannst ja, ich habe es so mal formuliert, du kannst fremdenfeindlich sein und du kannst intolerant sein, du kannst gegen Homosexualität sein und alles. Das kannst du alles machen mit Religion und ohne Religion. Von dem unabhängig, ja. Ja, also du kannst, wir haben ja auch nicht irgendwas wie eine Eintrittsbedingung, oder? Quasi, wir hätten ja nicht eine Gesinnungsprüfung machen, wer bei uns Vereinsmitglied wird, oder? Hätten nicht so gemeinsame Ideale oder so ein grundsätzliche Moral, wo ihr teilt? Also wenn, wäre es ja ein Unglaubensbekenntnis, oder? Ja. Aber wir haben nicht wirklich, also wir haben ein einziges Kriterium. Du darfst nicht in den Vorstand von einer Sektion, wenn du noch Mitglied bist von einer religiösen Vereinigung. Das dehnt jetzt schon ein bisschen nach Inquisition, hat aber den einfachen Grund, wenn wir die Regel nicht drin hätten, könnte zum Beispiel, es war einmal in einer Sektion eine Gruppe sagen, ja, wir treten jetzt da ein, nachher sind wir 50, dann gehen wir an die GV und dann stimmen wir in den Vorstand und dann lesen wir die Sektion auf. Das ist einfach so eine Sicherheitsmaßnahme. Aber dann darf ich der grösste Sexist und Rassist und alles sein und also er dürfte Mitglied von einer Vereinigung werden. Wenn aber, also der darf aber sicher nicht einen Holocaust leugnen und einen Leserbrief in die Zeitung tun und nachher drauf schreiben, Freidenker in der Schweiz. Also der intervenieren wir und da haben wir auch schon mehr so intervenieren, was gar nichts mit den Freidenkern zu tun hat. Also es gibt ja, das ist ja kein geschützter Begriff, oder? Und es hat schon so ein Mal so Leute gegeben, die sich als Freidenker bezeichnet haben. Und wer ist schon die Meinung, in der Schweiz ist Freidenker mit einer Vereinigung besetzt, also quasi ein humanistisch-menschenrechtliches Grundbild, rational, das heisst eher von der Wissenschaft her, also wir wollen auch nicht die in Anführungszeichen, ich mache jetzt für den Podcast los, ich mache so Airquotes, Ersatzreligion, Esoterik, die wollen wir auch nicht, also wir wollen das nicht. Also in dem Sinn, da wir haben auch nicht, wir haben nicht, als wäre im Zentralvorstand, wo aber, sagen wir jetzt lieber bei dem Beispiel Holocaust-Leugner wäre, da würden wir euch einfach probieren, dass das nicht so weit kommt. Aber wir haben nicht, also ein normales Vereinsmitglied, das können wir nicht kontrollieren. Also das wäre illusorisch. Aber du hast gefragt, welche Werte? Und das ist schon relativ klar, dass eine Trennung von Staat und Kirche als politisches Ziel eigentlich der Nenner ist, was fast alle unterschreiben. Doch, von euch auch, oder? Und nachher ist eine gewisse Religionskritik bei fast allen Mitgliedern ausgeprägt. Es gibt ein paar wenige, die sind vielleicht sogar nur religiös und die sind eher nur bei uns wegen der Trennung von Kirche und Staat. Aber die Kritik an Religion ist schon ausgeprägt. Und dann gibt es bei uns aber auch wieder einen Regenbogen und ein Spektrum, weil wenn natürlich es wäre, unserer sogenannten Sekte oder irgendwas war, unserer religiösen Gemeinschaft, was sehr, sehr krass ist gewesen und sehr beängstigend und beengend. Wenn der da austritt, dann ist die Abwehrreaktion viel krasser. Aber wenn es wäre, im Kanton Zürich bei normalen Reformierten aufgewachsen ist, dann hätte er vielleicht auch weniger so eine Aversion, also
eine Ablehnung von Religion. Und die Leute, die zum Beispiel weniger ablehnend gegenüber Religion sind, sind bei euch vielleicht Mitglied, weil sie euch gerne mal an einen Stammtisch kommen und weil sie euch ein Denkfest gut finden oder ein Kinderlager, wo wir also ein jugendliches Lager, das wir machen, einfach Wissenschaft und kritisches Denken, oder wo euch Welt die Wissen, wenn ich sterbe, wenn ich heirate, wer macht das Ritual, wer ein Kind bekommt, ein Willkommensfeier, ein Namensfeier. Es gibt in dem Sinne auch das negativ Ablehnende, das gibt es. Und es gibt aber auch, was bieten wir an, was einfach der Mensch irgendwie gerne hat oder braucht oder auch schätzt. Und das kann Gemeinschaft sein, wie nur schon in gewissen Regionen mal einen Stammtisch zu haben und zu merken, ey, ich bin hier nicht der einzige Nase, der nicht an Gott glaubt oder so irgendwie. Ja. Auch schon ein bisschen Gemeinschaftsgefühl auf eine Art. Aber eben... So gottesdienstmässig. So. Aber Antichristen. Die Moralvorstellungen, sagen wir jetzt mal, wenn man so wenig Kriterien hat, oder, die könnten ja Moralvorstellungen, die ich annehme, die hat es ja auf eine Art als Mensch wahrscheinlich auch. Die sagen wahrscheinlich, jeder kann das für sich ein bisschen definieren. Oder? In einer christlichen Gemeinde ist es vielleicht ein bisschen, etwas Gemeinsames. Man denkt, man hat einen Gott, der einem einen Lebenssinn gibt und so weiter. Ich stelle mir jetzt vor, wenn man das nicht hat, dass dann die Vorstellung oder sehr, sehr weit auseinander liegen und unter Umständen auch ein bisschen gar nicht zusammenpassen, oder? Also das kann passieren. Also was wir ziemlich klare gemeinsame Nenner haben, ist es etwas wie Menschenrechte oder grundlegende Menschenrechte, also Respekt vor dem Mensch quasi. Was wir zum Beispiel nicht so haben, ist Respekt vor Ideen. Also eine Idee oder eine Religion hat nicht per se ein schützenswertes Interesse. Also Ideen darf man kritisieren, aber man muss halt nicht auf den Mensch gehen oder nicht persönlich auf den Mensch. Also, aber wenn ich das so sage, ja, Menschenrechte, dann wird es auch wieder diffus und speziell. Also, wie bestimmt man die genau? Die sind ja zwar es gibt ja mehrere Menschenrechtsideen und Ideale, also nach der Französischen Revolution hat es mal einen Wurf gegeben, am Zweiten Weltkrieg, das, was jetzt ungefähr so aktuell ist, das wird immer wieder verhandelt, aber philosophisch ist es auch nicht ganz trivial. Es gibt natürlich Leute, die eher deontologisch unterwegs sind. Das heisst, es gibt Regeln, an die muss man sich halten. Andere sind eher utilitaristisch unterwegs. Das heisst, wir müssen schauen, dass es möglichst viele Menschen oder fühlende Lebewesen gut kann gehen. Und mittlerweile wird es auch je länger, je präsenter, dass man einfach... Also, wir sind euch, die meisten von euch sind sich auch bewusst, dass die nachkommenden Generationen auch relevant sind, dass man mit den sogenannten Tieren, also mit den nichtmenschlichen Tieren, ich halte mich auch für ein Tier, also wir sind trocken, also Affen, ja. Die einfach jetzt einen anderen evolutionären Schritt gemacht haben, wäre nicht mal ein grösseres Hirn, aber mehr Synapsen. Also die Sachen, wir haben kein Glaubensbekenntnis, wir haben gewisse Sachen, ein Statut drin, oder? Das ist klar, also einfach ein humanistisches Weltbild. Aber wenn du hingehst und nur schon Wikipedia-Artikel Humanismus lesen tust, dann wirst du auch merken, dass es nicht der Humanismus gibt. Es gibt säkularen Humanismus, wenn sie sich der will abgrenzen von einem Humanismus, der in der Geschichte war, von einem doch noch reformierten Humanisten, also in der Geschichte. Dann gibt es einen evolutionären Humanismus, der zum Beispiel eben genau die Geschöpflichkeit oder eben also Geschöpf, also nicht im Sinn von einem Schöpfer, aber einfach das Wort Evolution geschaffen hat, aber im Gesamtzusammenhang gesehen und sagt, wir sind da integriert und wir sind vielleicht auch nicht die Letzte, oder? Es geht irgendwie weiter, also wir wissen nicht, was in 1000 Jahren ist. Also, ich will nur sagen, es gibt kein so Glaubensbekenntnis. Also, wie du jetzt gerade beschrieben hast, Verständnis von Menschenrechten, kann natürlich auch verschieden sein, oder? Also, jetzt, ein Christ würde sich jetzt wahrscheinlich, also die jetzt vielleicht zuhören, eben denken, wie macht ihr denn das? Weil schon so fundamentale Sachen, also auf den ersten Blick, wie Menschenrecht, oder ist nachher auch alles nur eine Vorstellung von uns Menschen, die wir uns konstruieren in dem Sinn, oder? Und mehr ja nicht, oder? Und das, dann kann man ja auch zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Also, ist das nicht so fast ein bisschen
manchmal ein bisschen beängstigend, wie man da schwimmen kann, potenziell. Durch das Schwimmen lernst du aber auch, wie du schwimmen kannst, also durch das ins Wasser geworfen sein. Als erstes muss ich vielleicht sagen, das mit den Menschenrechten ist auch mal ein wichtiger Punkt. Es gibt ja zum Beispiel die Kairoer Menschenrechtserklärung, oder? Das ist eine Art, eine Idee aus der muslimischen Welt, und dann kommt da der Scharia-Vorbehalt und aber, ja, die Menschenrechte sind nur in Ordnung, wenn sie nicht der Scharia oder aber dem Islam widersprechen. Das wird ja auch schwierig, oder? Also ich bin ein absoluter Kritiker von der Kairoer, also ich würde, da setze ich Menschenrechtserklärung immer in Anführungszeichen, oder? Ich habe jetzt wieder die Aircodes gemacht. Also wie die Menschenrechte, die da auf dem Papier stehen, nachher gelebt werden, das ist immer auch wieder eine Sache. Also du kannst dir gewisse Umsetzung von Menschenrechten nur erläutern, wenn es zum Beispiel wirtschaftlich einigermaßen läuft. Also du kannst lange schreiben, Recht auf Familie und Recht auf Arbeit und so. Und sie haben da einfach einen Paragraph. Ich bin aber auf der anderen Seite recht kritisch der Idee gegenüber, dass es dann so viel besser soll sein, wenn man das Gefühl hat, dass die Ethik von oben nach kommt, also von einem irgendeinem Letztbegründer oder einem Erstbegründer, was Gott soll sein, jetzt mal, ich nehme jetzt mal an, monotheistisch, und sich offenbart hat durch Texte, wie zum Beispiel die Bibel, wo man ja quasi das Alte Testament, also das Erste Testament, die Tora und das Ganze quasi wie ignorieren muss, wenn man einigermaßen mit dem Begriff will, Ende, was wir heute von Menschenrechten haben. Also, und nachher müssen wir noch ganz viele Sachen vom Neuen Testament auch nochmal ignorieren, also gewisse Paulusbriefe oder Pseudo-Paulus, je nachdem. Oder kontextualisieren, können wir auch sagen. Ja, also es gibt ja, also der Korintherbrief, ist glaube ich, aber ist jetzt ein Pseudo-Paulus oder nicht, was auch immer, aber es steht halt da drin. Und mein Punkt ist noch nicht einmal so sehr, was ist jetzt der authentische Paulus, was ist allenfalls authentischer Jesus, wenn er denn genau überhaupt etwas gesagt hat, was, ich meine, aufgeschrieben ist es viel später geworden. Mein Punkt ist ganz ein anderer. Nämlich, in dem Moment, wo euch Theologen oder Leute wie ihr, die Christen seid, quasi kommen und nachher sagen, ja, das müssen wir uminterpretieren oder in Bezug setzen, habt ihr mir eigentlich schon ein grosses Zugeständnis gemacht. Also oftmals ohne das zu realisieren oder ohne das zuzugeben, weil ihr legt teilweise der Maßstab von einer Ethik vom 21. Jahrhundert, von der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert an und kommt hin und sagt, ja, aber das Frauenbild, das da ist, das muss man ja sehen im Zusammenhang, oder? Also quasi, ich habe es mal so formuliert, ihr kennt vielleicht den Witz, also ich gebe dir 1 Million, schlafst mit mir? Und der sagt, ja, vielleicht überlegen wir es noch. Und nachher fragt der andere, ja, schlafst du einfach 100 Franken mit mir? Nein, ich bin doch keine Prostituierte. Punkt ist aber, ich mache jetzt ein Beispiel, oder? Wenn mir die Kirche oder die Christen sagen, und, ja, wir müssen gewisse Sachen in einer Zeit interpretieren und wir müssen die uminterpretieren, dann habt ihr mir fast wie das Zugeständnis gemacht von dem, eigentlich seid ihr doch Prostituierte. Das heisst, es ändert sich doch, es wird doch ein anderer Maßstab angesetzt. Das heisst, es gilt nicht mehr das mosaische Gesetz, es gilt nicht mehr, die Frau bedecke ihr Haupt und sie habe in der Gemeinde nicht zu sprechen. Egal wie jetzt so der Standpunkt von dem, ist das Pseudo-Paulus oder nicht, und hat es da Probleme gegeben mit der korinthischen Gemeinschaft und warum hat er den Brief geschrieben? Total egal, nur das Zugeständnis, dass euch die meisten müssen sagen, ja, Hachto, eigentlich argumentieren wir ja schon von einer aufgeklärten, von einer moderneren Ethik und legen die Werte da. Das finde ich auch spannend. Aus meiner Sicht hätte man das eben immer müssen machen. Also du sagst von einer aufgeklärten Sicht, ich denke manchmal... Aber für was hat es denn die Kirche gebraucht, wenn man... Also ich will euch nicht jetzt den Eindruck erwecken, dass ich immer das Gefühl habe, oder dass Zuhörer das Gefühl haben, ich denke immer nur gegen die Katholiken argumentieren, aber wenn man doch in der Geschichte gemerkt hat, dass die Umwälzungen meistens von ausserhalb von der Kirche haben müssen kommen, mehr Toleranz, mehr Offenheit, mehr Wissenschaftsoffenheit, also Forschungsfreiheit oder Wissenschaftsfreiheit, wenn das immer von außen kommt und der Impetus, aber die
progressive Sachen nicht wirklich aus dem Christentum oder aus dem aktuellen Islam oder Scientology oder was herzukommen. Ja. Dann frage ich halt einfach zurück, für was braucht es denn die Kirche? Also wenn man gleich das muss immer modernisieren. Ja. Dann also habe ich lieber einfach nicht so komische Wurzeln. Oder dann baue ich mein Haus lieber nicht auf Sand. Ich glaube, weißt du, was du meinst? Es ist ja auch, das können wir jetzt vielleicht sagen, unsere erste Podcast-Folge war zum Beispiel Jesus vs. Paulus. Dann waren auch der Paulus-Stellen-Thema, auch mit der Veronika Schmidt, mit der Sexologin. Unsere letzte Gästin war das Thema, aber ein bisschen auf eine andere Art. Ich persönlich finde, ich höre gerne zu, wenn jemand mir eine Erklärung probiert zu geben, wegen dem Kontext oder wegen Zeit und Umständen. Zum Beispiel habe ich mal bei dem Vortrag, wo du mir nachher auch den Link hast geschickt, Stego, eine Erklärung für die Kopfbedeckung, die ich anlegen soll, zum Beispiel im kulturellen Kontext. Für diese Sachen habe ich bis jetzt zugelassen, sage ich jetzt mal, und für mich gedacht, okay, ja, verstehe ich jetzt. Und nachher gibt es andere Stellen, wo Leute nachher kommen und bis jetzt für mich überhaupt keine befriedigende Antwort haben können geben. Zwar sagen sie, es muss man alles im Kontext sehen und so weiter, und zumal war es eine andere Zeit gewesen. Und der Paulus, zum Beispiel eben, die Veronika hat gesagt, oder der Paulus hat sowieso schon viele Schritte vorwärts gemacht und viel für die Frauen da und hat sie total gleichgestellt, hat sie jetzt gesagt. Wenn man nachher so etwas sagt, man muss auf den Kontext schauen, aber nicht in Länge von einem Tweet, also von 280 Zeichen, kann ungefähr anreissen, was die Erklärung dafür ist. Hat man wahrscheinlich die Erklärung einfach nicht und tut man es einfach so in eine mystische irgendwie Wolke aufheben, denke ich mir auch. Aber das machst du doch mit allen Texten. Also weißt du, selbst wenn du einen Text hoffentlich hast, nicht, nein, aus dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, dann versuchst doch du die Zeit zu verstehen. Eine Kontextualisierung finde ich unumgänglich. Die Frage ist, wo dann sich stellt, ja, was musst du jetzt wie kontextualisieren und was kannst du genau so nehmen, wie es steht. Und aus meiner Sicht gibt es immer noch, also wenn wir dann vom Leben von Jesus ausgehen, oder nur schon der einfache Satz, den man ja immer wieder hört im Zusammenhang mit dem Christentum, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, der provoziert, wahrscheinlich wird der immer provozieren, solange es Menschen gibt. Also der wird immer progressiv sein, der wird immer provozieren. Aber ich finde es auch schwierig, der Umgang mit dem Text an sich. Also ich will es nochmal klarstellen, ich bin überhaupt nicht gegen Kontextualisierung oder so. Und ich bin auch überhaupt nicht dagegen, dass man anschaut, ist es jetzt etwas Poetisches, was wir da lesen? Ist es wirklich etwas Geschichtliches? Was ist der Kontext von diesem Buch, auch, den wir gerade lesen in der Bibel, von eines von diesen 66 Büchern, nochmals, wo man irgendwo drinnen liest? Wie ist das entstanden? Wer hat das geschrieben und so weiter? Das sind immer wichtige Fragen. Aber wenn man nachher sagt, das ist irgendwie zu verstehen, aber kann nicht sagen, wie, oder kann das nicht zusammenfassen für sich, dann ist für mich ein riesengroßes Fragezeichen offen. Und teilweise, eben, wir müssen das mit dem Dietz, kann ich jetzt auch nicht kurz sagen, dazu mal hast du wie als Prostituierte gegolten, wenn du die Kopfbedeckung nicht anhast in dieser Kultur. Und wieso sollten dann die Frauen gerade ihre Kopfbedeckung abziehen, die sie sonst anhaben, in der Kirche, oder? Aber wenn jetzt, heutzutage gibt es nicht mehr Sinn, weil du giltest nicht mehr als Prostituierte, wenn du deine Haare zeigst, oder? Und wenn nachher der Paulus, hat er gesagt, wenn der Paulus jetzt heute würde ich sehen, dass Frauen kommen und in der konservativen Gemeinde noch ihre Hütchen anhaben, während es der Gottesdienst ist, aber dann gehen sie raus und dann ziehen sie wieder ab, dann würde er ja nachher sagen, hey, was seid ihr für Heuchler, oder? Das war jetzt ein Beispiel von einer Erklärung, die ich gut finde. Mhm. Aber ich muss sagen, eben, das mit dem, was heisst, die Frau schweigen, so wie in allen anderen Gemeinden. Ich glaube, 1434. Genau, 1434, genau die erste, ja. Das ist eine von meinen Lieblingsstellen. Aber von mir auch, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nämlich die, das ist 1434, ich sollte schon lange auswendig können auftischen, so. Aber das ist die, die ich schon ein paar Mal gnadenlos wieder Leute vorgehalten habe, in diesem Podcast.
Aber niemand hat mir dort etwas Plausibles können sagen bisher. Und nachher weicht man darauf aus, wie es gibt schon irgendwie eine Erklärung, aber ich kann es dir quasi jetzt nicht sagen. Ja. Mit dem habe ich schon ein Problem. Also mich würde jetzt auch noch auf den Kontext, ich weiss gar nicht, wie fest sich das interessiert, Valentin. Aber weißt, ich glaube, ich finde es ein mega spannendes Thema. Und ich, weißt, das Lustige ist, wir Christen haben ja auch, das Lustige ist, du hast vorhin gesagt, ihr schwimmen und dann lernst du schwimmen. Und bei uns ist es manchmal, habe ich das Gefühl, mit der Bibel genau gleich. Also, wir kommen, irgendwann, wenn du über einen naiven Glauben rauswachst, musst du dich auch mit diesen Büchern auseinandersetzen und merkst, du schwimmst, weil du sie manchmal nicht verstehst. Manchmal kannst du, weißt du nicht, wie ein antiker Mensch tickt hat zu dieser Zeit, wie die Zeit gelaufen ist, was es der Text genau bedeutet. Und ich finde mich auch sehr oft wieder als Schwimmer und versuche, schlussendlich versuche ich, etwas aus der Geschichte daraus herauszugewinnen. Ich glaube, einen Kern daraus herauszugewinnen, wo ich glaube, der tut mir gut und der tut am Mensch gut. Und ich glaube, dort gibt es zahlreiche. Aber es gibt auch sehr viele, wenn du die Geschichte verdrehst oder wenn du sie falsch verstehst, kann es auch sehr gefährlich werden. Aber was ist denn falsch verstehen? Das ist auch wieder, da wird der Maßstab von einer aktuelle oder moderne Ethik, von einer aufgeklärten Ethik, die auch gewisse Toleranzpunkte schon eingebaut hat oder eine Wertschätzung vom Individuum eingebaut hat, also auch nicht kommunistisch, also wo der Millionen sterben. Was ist der falsch verstanden? Das ist für mich schwierig. Ab und zu mal erinnert mich so Bibeldiskussionen wie so Geek-Diskussionen, oder? Da hat der Tolkien das geschrieben und obwohl das hier nicht aufgeht mit dem da, muss man das so und so, so und so interpretieren. So Game of Thrones. Game of Thrones oder ich habe Tolkien er hat noch nicht fertig geschrieben. Ich habe mal in einer Kolumne habe ich geschrieben, stell dir eine Welt vor, wo das Christentum nicht so eine Entwicklung gemacht hat, oder? Also stell dir das einfach mal vor, allgemein, es ist einfach nicht ein Christentum entstanden. Ah. Wir haben einfach, sagen wir mal, eine säkulare Gesellschaft oder XY. Stell dir das nur mal vor. Also erstens wäre wahrscheinlich die allgemeine Relativitätstheorie auch entdeckt worden und speziell Relativitätstheorie auch in dem anderen Universum wahrscheinlich nicht vom gleichen Mensch, also nicht vom Albert Einstein in Personalunion. Jetzt kommt eine Person in ein Antiquariat, nachher findet er da die Bibel. Nehmen wir mal das Neue Testament. Jetzt so, stell dir mal vor, der liest das. Und dann geht er da uns, wird er wirklich aus dem Antiquariat rauskommen und sagen, oh, Erleuchtung, ich habe hier Gottes Wort gesehen, das ist jetzt hier, jetzt gründe ich hier das Christentum. Mhm. Nein, das würde abstinken gegen Tolkien, gegen Batman, gegen Superman. Der würde sagen, ja, ist jetzt interessant, ein bisschen blutig, ein bisschen frauenfeindlich in Teilen, sehr konfus, es hat keine Linie, oder es hat viele Autoren und so. Ich habe das Gefühl, was Christen machen, die haben, ist eine Apologie, das heisst, sie verteidigen ihren Glauben. Oder Christoph Türke hat mal geschrieben und gesagt, die meisten sind nicht in ihrer Religion, weil sie sie gut finden, sondern sie finden ihre Religion gut, weil sie in der Religion drin sind. Die meisten sind in einer Religion so, drin geboren und schaffen es nicht, von außen dran zu schauen. Ist das beim Atheismus auch so? Die sind ein bisschen aus so der Situation. Aber das ist eine menschliche Natur, oder? Das ist immer so. Das ist gleich, was du glaubst. Aber das ist ja genau das Argument, mit so wie du aufgewachsen bist, wahrscheinlich, glaubst du. Also, ich sage mal, wenn du zu Indien aufgewachsen bist, du bist hinduistisch aufgewachsen zum Beispiel, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du. Oder wahrscheinlicher, dass du an das in Zukunft wirst glauben, als dass du eben katholisch wirst. aber das Schöne am wissenschaftlichen Weltbild ist, es kommt nicht darauf an, was du glaubst, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel Dinosaurier ausgestorben sind. Es gibt nicht in Indien glauben die, dass ein Meteor ist gekommen. Und in Europa glauben sie, dass Viren die Dinosaurier ausgerottet haben. Die wissenschaftliche Denkweise hat der Zweifel eingebaut. Das heisst, ein Wissenschaftler ist der erfolgreich, wenn er es schafft, eine These
eine Theorie zu widerlegen. Der bekommt einen Nobelpreis. Nicht der, der etwas wiederkommt, was es schon gibt. Du musst immer wieder, in der Wissenschaft ist eingebaut, Kritik, Kritik, Kritik. Ich probiere, das, was du gesagt hast, oder das, was hier gilt, und so, ich probiere, das in die Grenze zu bringen, zu überprüfen und uns zu fordern. Das heisst, es gibt nicht so wie Religionsweltkarte, die ihr euch vorstellt. Das ist jetzt Mehrheit protestantisch, das ist Mehrheit hinduistisch. Das gibt es nicht für die Geologen. Die Geologen schauen die Sachen an. Und nachher wird das dendrochronologisch oder mineralogisch angeschaut, mineralogisch, also einfach halt geologisch angeschaut. Also das heisst, unsere Erkenntnisart ist, glaube ich, eine andere. Also wir schauen auf die Beweise. Und klar, wenn du da und da geboren bist, ist die Chance ein bisschen grösser, dass du die Tendenz hast, Christ zu werden. Aber austreten kannst du aber überall gut. Und viele von denen, die unser religiöses Denkmuster, die meiner Meinung nach nicht eine super Begründung und nicht super Beweise haben, die wollen da austreten und landen und halt viel, wenn man, ich nenne es jetzt einfach mal, ohne alles zu definieren, ein aufgeklärtes, humanistisch, wissenschaftsbasiertes Weltbild. Und was das heisst, das wäre ein ganz anderer Podcast von einer Stunde oder zwei Stunden oder ein Buch, das 700 Seiten fehlt. So der Anfang, den du jetzt gerade gesagt hast, Stego, von wie er Wissenschaft beschrieben hat, ihm wieder den Zweifel wiederbringen und nachher etwas. So, das sind ja fast mehr jetzt eigentlich. Das sind gute Wissenschaftler, ja. Nein, ich weiß nicht. Sind wir fast wissenschaftlich in dem Sinn, oder? Mega, und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie das ich glaube, dass man einen gesunden Gottesglauben kann entwickeln kann, indem dass man erstens. Also es ist sicher so, dass man dort nicht auf Beweisen das ist immer schwierig. Man kann weder beweisen, dass es einen Gott gibt, noch kann man beweisen, dass es keinen gibt. Man kann auf Theorien gehen, man kann auf Erfahrungen gehen. Man kann versuchen, die beiden Sachen zu ergänzen. Aber was mich schon noch wundern würde, Valentin, überzeug uns doch mal noch davon, wieso dass es keinen Gott gibt. Also bekehre uns doch mal noch schnell. Ich finde das im Fall geniale Frage. Ich bin jetzt einfach jetzt auch noch gespannt. Aber ich würde euch gerne noch ergänzen. Und zwar, das Lustige ist wirklich, dass, wenn ich jetzt dir zuhöre, Valentin, und du so ein bisschen erzählst, von welchen Sachen dir auch anstossen, wenn du an religiöse Ideen oder auch an religiöse Institutionen herkommst. Ich muss ehrlich sagen, es stosst mir eigentlich ähnlich an, deine Ideen, die du verfolgst. Aber schlussendlich glaube ich, habe ich vielleicht die Kritik, kommt die Kritik bei mir aus einem Gottesglauben und bei dir kommt sie aus keinem Gottesglauben oder eben aus einem gelebten Atheismus. Und, aber ja, eben darum, bei dir aus einem gelebten Atheismus. Wie? Es kommt bei dir aus einem gelebten Atheismus. Nein, es kommt bei dir aus einem gelebten Atheismus. Aber eben, jetzt vielleicht zurück auf meine Frage. Ich merke, du bist sicher ein Atheist, der sich Gedanken gemacht hat, wieso dass es keinen Gott gibt. Ja, wieso gibt es denn keinen Gott? Also, noch ganz kurz auf das andere zurückzukommen. Muss man ja in so Diskussionen auch immer schauen, wer spreche ich an, oder? Darum, eigentlich ist meine Gesprächsregel nicht davon ausgehen, was glaubst du oder was glaubst du, weil sonst attackiere ich aufs Mal das Gottesbild, was ihr zwei gar nicht pflegt, oder? Also quasi, darum ist ein stramm katholischer wie der Hohen, der ist einfacher, weil der ist ziemlich genau am Katechismus und da kannst du genau das kritisieren. Darum, mit Reformierten zum Beispiel, musst du immer zuerst schauen, ja, was glaubst du jetzt wirklich, oder? Weil das ist nicht mehr gedei, also da glauben die Hüfe gar nicht an Gott. Ich würde mal so sagen, ich würde nie formulieren, man darf nicht an Gott glauben oder man soll nicht. Ich will auch keine Vorschriften machen. Also ich finde das aber gut. Du wirst auch nicht missionieren. Ich will, obwohl, ich komme jetzt gerade noch ins Missionieren. Jetzt gerade, aber. Ich würde sagen, ihr könnt eigentlich glauben, was ihr wollt. Ihr könnt glauben, dass da Kristalle auch energiegebend oder Homöopathie funktioniert. Aber wenn ihr verlangt, dass ich über staatliche Steuern das soll finanzieren, haben wir das Problem. Und wenn ihr erwartet, dass ich meine Kinder auch in die Schule soll bringen, dass ihr das denen sagt, dann habe ich ein Problem. Bei dem Punkt, das ist aber ein schwaches Argument, ich bin gegen einen Gottesgläubiger, weil ich das Gefühl habe, ganz viel von dem ist irrational. Das heisst, es hat
Kennst du, wenn man so denkt, wenn man so Gläubig tut, dass man in anderen Lebensbereichen vielleicht sagt, ja, Beweise sind nicht so wichtig. Also so eine Art magisches Denken. Aber stärkere Argumente sind für mich zum Beispiel das Alter vom Universum. 13,8 Milliarden Jahre ist so das, was der aktuelle Stand des Irrtums der Wissenschaft ist. Es ist schon eine krasse Zeit, was da war und nachher, also der Universum, das Universum mal so vor sich hin und macht da Planeten und Galaxien und alles zusammen. Und es hat eine riesige Ausdehnung, also müsst ihr euch mal vorstellen, das müsst ihr ja mal Lichtjahr, und weil der Raum sich schneller ausdehnt in gewissen Regionen als Licht, es ist unglaublich. Und nachher geht das also 13,8 Milliarden Jahre, ungefähr, ich weiß nicht, 4 Milliarden Jahre oder so, haben wir vielleicht das biologische Leben so von einer Eizelle. Und nachher kommt Gott und der kommt dann vor 2000 Jahren zu sehen, okay, jetzt rette ich da die Menschheit. Das ist für mich eins von den stärkeren Argumenten, also das Zeitargument. Das Räumargument ist für mich auch krass. Also, meine, das riesige Universum und nachher soll auf dem kleinen Planet hier soll da der Retter kommen sein, der nachher da drauf schaut und sagt, Hechto, die Finger über die Decke, da wird nicht masturbiert und hier kein Sex vor der Ehe und so weiter und so fort. Ihr lacht jetzt recht, aber teilweise läuft es ja so, oder? Es gibt natürlich auch einen aufgeklärteren Begriff von Sexualität, aber ich kann das mal so sagen. Also, für alle, die uns interessiert, lese den letzten Podcast und vorletzten. Ja. Also weißt du, der kommt er und der sagt, der gibt er da so Regeln. Und das ist schon noch recht speziell. Grundsätzlich aber ist für mich ein Argument, die Tatsache, dass man nicht die Nicht-Existenz beweisen kann, ist für mich nicht so wichtig. Also das könnte man bei jeder Sache machen. Es gibt das berühmte Spaghetti-Monster, gell? Spaghetti-Monster oder auch die Teekanne von Russell, oder, die im Orbit vom Jupiter ist oder so. Also etwas zu beweisen, dass es das nicht gibt, ist immer sehr, sehr schwierig. Darum, das, was ich vorher als Gesprächregel hatte, konkret, was für ein Gottesbild hast du? Und dann kann man das Gottesbild zum Beispiel probieren zu attackieren. Ich habe mal einen Text geschrieben, ist es vernünftig, an Gott zu glauben? Und das war mein Punkt, wenn Gott so unglaublich, und das Wort nehme ich jetzt, unglaublich schwammig wird, dass man fast nie kann angreifen und attackieren und kritisieren, ja, den kann man nicht kritisieren und attackieren, das ist so. Also, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Also, Bonhoeffer hat natürlich einen ganzen theologischen Hintergrund, aber in dem Moment kann man die Nicht-Existenz nicht beweisen. Aber ich halte es schon für unvernünftig, an einen Gott zu glauben, der so personal ist und sich so konkret in ein Leben will einmischen und einen Holocaust zulässt und dieses und jenes. Da habe ich das Gefühl, kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, die Existenz von einem sättigen Gott, nehmen wir jetzt einen katholischen Gott oder einen naiven, reformierten Gott, der irgendwie das Gefühl ja, das geht da allen gut, und er kann ja überall schauen, und er macht jetzt die Blumen wachsen und das Sonne aufgeht. Der Gott, an der glauben ja nicht einmal einigermaßen erwachsene oder aufgeklärte Christen, oder? Der Gott, müsste ich sagen, ja, das ist jetzt eine krasse Aussage. Der ist fast irgendwie... Der ist doch fast wie bewiesen, dass es dem geht. Also, weil der Teil sogar logische Inkonsistenzen in sich drin hat. Also, was ich aber das Gefühl habe, ist jetzt keine Frage, aber was ich aber das Gefühl habe, ist, dass Intelligenz hat nichts damit zu tun, auf welchen Schluss dass du kommst, weltanschaulich. Weil je intelligenter das man ist, desto intelligenter kann man ignorieren. Das schönste Beispiel ist die Leute, die an die flache Erde glauben. Oder? Mhm. Zum Beispiel sagst du, ja, die Sonne geht ja unten hinter dem Horizont, sie geht jetzt unten durch, wo sie unten durchgeht, China ist ja jetzt Tag und hier nicht. Nachher kommen sie mit, ja, das Licht bricht sich eigentlich anders und so weiter, und das ist alles eine optische Illusion. Da kannst du für alles irgendetwas finden, oder? Das ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber allgemein ist so meine Erfahrung, Glauben, es gibt einfach in allen Sparten wirklich intelligente Leute und auch dumme Leute. Und das ist irgendwie kein Indikator.
intelligente Leute sind teilweise besser drin, einen Holzweg noch zu rationalisieren. Das heisst einfach, sich das zurechtzulegen und gewisse Sachen zu ignorieren. Ganz geschickt. Ich bin aber der Meinung, dass Theologie nicht eine Rationalisierung von Holzweg ist, sondern eigentlich eine Irrationalisierung. Gewisse Sachen, die da laufen, finde ich sehr, sehr underwhelming. Also bin ich sehr... sehr nicht begeistert. Also, ab und zu mal wird so getan, ja, da, die Jesuiten, die sind so gut und so gut. Nein, diskutierst du mal mit denen. Und das hat einfach kein Fleisch am Knochen. Einer, der im vierten Semester Philo studiert hat, nimmt das eigentlich vernannt. Aber das Problem ist, der Theologe hat eine andere Denkensart, dass der gar nicht akzeptiert, dass er eigentlich argumentativ schon verloren hat. Theologieprofessoren, die gewisse sokratische Dialoge nicht kennen, also Euthyphron zum Beispiel, die nicht gecheckt haben, was der Sokrates oder Platon damals schon uns gesagt hat über Ethik und die Begründung von Ethik, dass es da den Professoren noch nicht Klick gemacht hat. Ich kenne noch Theologieprofessoren, die das verstanden haben, da hat es Klick gemacht und die haben nachher schlaue Sachen zu dem gesagt. Aber dass es Theologieprofessoren gibt, die das nicht verstanden haben, das ist ein Elendszeugnis. Also das ist quasi, wenn du so das Leben lang da drin bist und nachher hast du die besten Gegenargumente noch nicht gekehrt. Also ich empfehle auch der Dialog, wenn ihr nicht kennt. Das ist ein Augenöffner, wenn aber das Argument kommt, ja, eine Ethik ohne Gott kann es nicht geben. Und dann müssen wir das weiterlesen. Was ist gut? Was ist Gott? Und warum funktioniert es nicht, dass man einfach sagt, ja, Gott ist immer gut und umgekehrt. Das ist hochspannend. Das sind aber nachher ethische Kritikpunkte an einem Gottesgläubigen. Und ich habe jetzt vorher eher so Argumente gebrungen, die irgendwie eher von der naturwissenschaftlichen Seite sind gekommen, oder so. Weißt du, die Gräse und die Zeit und so. Aber vielleicht ist für auch euch ein Argument, das akzeptabel ist, dass wenn es einen Gott gäbe, würde der vielleicht gewisse Sachen einfach euch nicht wollen. Also vielleicht so, ich bin nicht so Fan von Sprich wie ja, Jesus wäre in unserer katholischen Kirche ausgetreten, weil für mich ist es auch nicht so relevant, das Spielte zu bringen und zu sagen, also für mich ist Jesus auch nicht einfach eine ethische Autorität oder die Heilige Schrift, egal ob eine Gita oder eine Bibel, das hat nicht in sich eine Autorität. Ich finde es spannend, unsere Texte von der Menschheitsgeschichte rauszunehmen und die zu lesen mit Interesse, wenn man Zeit hat zum Lesen. Und sich aus diesen menschlichen Geschichten etwas rauszuholen. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, euch stark profitiert von gewissen gut erzählten und längeren Comics. Oder? Also von Spider-Man bis Batman oder euch exotischere Sachen. Aber euch unsere Sagen vom griechischen Altertum. Also die Götter damals, was gegeben, die sind noch viel menschlicher gewesen, so anthropomorph, oder? Also wie die Menschen gewesen sind. Das hat euch etwas über die Kultur uns gesagt. Klar, es gibt nicht so viele Leute, die heute noch an Zeus glauben und an Herakles oder so. An Herakles glaubst du ja nur halb, weil es nur ein Halbgott ist. Aber ich will damit sagen, was ich eurer Seite tendenziell ab und zu mal vorwerfe, ist, ihr investiert so viel Zeit in die Bibel, eine Hüfe drin zu lesen und aus der Bibel eine Hüfe draus zu lesen. Ich würde auch einladen und sagen, Hechto, seid doch einfach so gut wie möglich gute Menschen, ohne dass ihr so viel Zeit verschwendet, die guten Ideen, die man teilweise wirklich gespürt oder mit Nachdenken oder zukommt, in die Bibel drin zu lesen oder rauszulesen. Ich habe mal das Bild gemacht, also es kann sein, dass gewisse Regeln, die wir in der Bibel haben oder in der Tora oder in der Gita oder im Taoismus, wo immer, dass die in einem früheren Zeitalter positiv sind für die Gesellschaft. Irgendwie zum Beispiel eine Hierarchie glauben oder irgendwas wie, vielleicht hast du die Struktur der Gesellschaft besser organisieren mit diesen Regeln. Auch noch wenn das der Fall ist, dass das früher so ist, können wir nicht davon ausgehen, dass Religion, die Idee von einem Gott oder dass Ethik von einem Gott kommt, immer noch heute positiv ist. Ich habe das nachher so formuliert, es kann dir an Krücken helfen, wenn du das Bein gebrochen hast. Das kann dir helfen. Und damit meine ich früher mal gewisse religiöse Regeln. Aber wenn du nachher wieder zwei gesunde Beine hast und ein Rückgrat, dann tut dich ein Krücken beim Laufen hindern. Und mit diesem Bild will ich sagen, wir haben genug
ethische Quellen von positiver Ideen. Und klar müssen wir diskutieren, wenn man jetzt einen Spider-Man Religion macht, also mit grosser Verantwortung kommt, nein, mit grosser Kraft oder grosser Macht kommt grosse Verantwortung. Wenn man jetzt Spider-Man Religion wird, dann müssen wir auch noch diskutieren, ist der überall in Ordnung und was auch immer. Da müssen wir diskutieren, aber da müssen wir offen sein. Und was ich von all zwei Jahren jetzt nicht gespürt habe, ist irgendwas wie so ein Beharren. Nein, nein, das steht hier und das muss jetzt wörtlich sein und so. Und in dem Sinn sind wir hier in der Schweiz in einer guten Situation, dass man nicht mehr oder in einem meisten gesellschaftlichen Zusammenhang nicht mehr irgendwie kann sagen, okay, das steht in meinem heiligen Buch, Diskussion fertig. Der wird schon eher ausgelacht. Nee. Also das ist nicht mehr, das ist nicht mehr wie im 15. Jahrhundert, wo das hast du bringen und die Leute hast du von Scheitern auf der Tür. Ja, ich wollte sagen, ja. Ja. Also ich bin ab und zu, ich bedauere auch vielleicht teilweise, also ich meine, ich bedauere mich auch, also als Atheist hast du es nicht einfach. Also es gibt immer noch genug gesellschaftliche Strömungen oder so, wo das Gefühl, ja, wie kannst du denn gut sein ohne Gott, das geht ja nicht. Aber es gibt schon einen Zusammenhang, wo die Christen ein leichtes Ziel sind, also vom Wunder bis zu XY. Es ist nicht mehr ganz einfach, gerade zu sagen, ja, ich glaube an Gott. Also es gibt auch Situationen, wo die Christen dann kritisiert werden und ausgelacht werden. Ja. Aber das ist wahrscheinlich etwas, was ihr besser kennt als ich. Und ich lache euch ab und zu und ich mache euch mal Witze, aber ich habe gerne, ich habe nichts dagegen, wenn gute Witze über Friedeicher gemacht werden oder über Atheisten. Das oder also ich bin wirklich nicht gegen Heidenspaß. Ja. Also mega, ich finde es mega spannend, gefunden, was du jetzt gesagt hast in letzter Zeit. Also du hast ja eigentlich, was jetzt noch gesagt hast, ist wie, hey, warum brauchen wir eigentlich noch einen Gott? Oder du siehst ja wirklich eine Notwendigkeit mehr, wieso dass es eigentlich einen Gott bräuchte. Du kannst dir eigentlich alles zusammen, vielleicht jetzt für dein Leben, für ein gutes Leben, für ein vielleicht auch, ja, ich würde sagen jetzt mal sinnvolles Leben zusammenreiben. Sogar für die Gesellschaft und also ich will noch beliebt machen, für das Gesellschaftsmodell. Ich habe das Gefühl, es funktioniert umso besser. Also für mich persönlich, das ist ja meine Privatsache, oder? Dass ich das Gefühl habe, Familien können gut funktionieren, ich kann Kinder gut erziehen, ohne jegliches Gottesbild. Aber ein anderer Punkt wäre noch, ich habe sogar das Gefühl, eine moderne, einigermaßen demokratische Gesellschaft kann fast nur funktionieren mit der Absenz von einem Gott, mindestens im Staatswesen. Aber das geht jetzt so. Ja, das ist ein anderes Thema. Ihr dürft den Gott glauben, aber mindestens im Staatswesen sollte der Abonnent drin sein. Ja, das wäre eine andere Diskussion, oder? Die Frage wäre ja, dann müssten dann alle eben nicht an einen Gott glauben. Aber, nein, aber das jetzt aber nicht. Aber ich fände es halt schlimm, wenn ein christlicher Gott oder Allah oder so halt in der Verfassung angerufen wird. Oder, das sind ihr wahrscheinlich auch einverstanden. Es ist, je weniger, desto besser, weil dann kann der Staat für alle da sein, oder? Weil, ja. Also die Neutralität per se, also die religiöse Neutralität, weltanschaulich möglichst Neutralität vom Staat, ist keine Extremposition. Das ist die absolute Mitteposition. Ja. Das heisst, du gehst auf ein Amt, du gehst auf eine Gemeindekanzlei und dann ist es egal, was für eine Religion das du hast. Hey, ich werde noch, vielleicht für alle Christen, die uns zuhören, ich weiss, es gibt sehr viele, die die Meinung haben, dass wenn wir nicht christlich fundiert werden, wäre jetzt zum Beispiel bei der Verfassung und so weiter, dass wir dann gar nicht so freiheitlich könnten sein, wie wir sind. Und ihr seid herzlich willkommen, euer Argument reinzubringen und als Kommentar unterschreiben. Was würde mich wundern? Ja, vielleicht kommen wir ja mit den Freidenkern hier in Diskussion, weil mich sehr wundern. Ich will jetzt nicht Argumente auflisten, wieso ich oder wer auch immer oder du das denken, wenn wir es überhaupt denken, dass es das braucht. Also, oder dass es der Gesellschaft wirklich allgemein sehr gut tut oder essentiell ist, dass wir modern können sein, dass wir freiheitlich können sein, dass wir Gleichberechtigung können glauben und so weiter. Es gibt ja Christen, viele Christen, die glauben, dass das eigentlich nötig ist, oder? Dass das nur aus dem rauskommt, aber ja. Ja, ich finde es jetzt wirklich mega spannend, oder? Weil das Lustige finde ich, dass ich kann ja deine Argumente sogar nachvollziehen, aber das Lustige ist, wie dass ich trotzdem die Idee oder den Gedanken von einem Gott so etwas, oder als immer mehr als etwas Schönes und als etwas Schönes erleben. Und dass mich das als Person auch zieht, weißt du, das ist ja so das Lustige. Es zieht mich nicht weg, sondern es zieht mich hin. Und
das finde ich auch spannend, weißt, wie es jetzt dich weggezogen hat und wie es mich vielleicht eh noch hinzieht. Mhm. Aber da, also das würde ich jetzt hier auch nicht Velo wegnehmen. Ihr habt zum Beispiel mich gefragt nach guten Argumenten gegen Gottesglauben. Ich bin nicht auf einer atheistischen Mission in dem Sinn, oder? Wenn man mich fragt, dann bringe ich meine Argumente und ich probiere auch mein Modell darzulegen, oder? Und ich finde das nicht verwerflich, wenn du da drin Halt und Trost findest. Ich finde es aber auch gut, wenn du mir zuwürdest gestehen, dass zum Beispiel ich gewisse Arten von Trost einen falschen Trost finde. Also ich mache ja, je länger mehr jetzt auch Ritual, die ich anbiete, humanistische, die sind nicht antireligiös, aber eine Hochzeit, ein Namensfeier, viel Abschiedsfeiern. Und in diesen Abschiedsfeiern kommt Gott und Jenseits nicht vor. Das heisst, ich probiere, der Mensch ins Zentrum zu stellen und die Gesellschaft, die Gemeinschaft, was bleibt von dem übrig. Aber ich tue nicht probieren, das wollen ja meine Auftraggeber auch nicht. Also ich tue nicht das, was ich jetzt nenne, als falscher Trost. Weil das für mich und die meisten von meinen Auftraggeberinnen und Auftraggeber ein falscher Trost ist. Ich kann nicht sagen, ja, der Jakob ist jetzt im Jenseits und wir sehen den später nochmal und er schaut jetzt auf uns drauf und er hat sicher Freude, wenn wir nachher noch in ein Apero gehen und einfach nicht nur traurig sind. Der Teil kommt bei mir nicht vor. Jetzt, ich finde es cool, wenn ihr könnt, mir zugestehen, ihr müsst nicht akzeptieren, dass ich das, ihr müsst nicht akzeptieren, dass das ein falscher Trost ist. Aber wenn ihr könnt akzeptieren, dass ich das für einen falschen Trost halte, dann sind wir schon sehr, sehr weit in der Toleranz. Und ich akzeptiere jedem akzeptiere ich, was sagt, ich brauche den Trost genau in diesen schlimmen Momenten, oder? Ich gehe sicher nicht hin und der trührende Witwe nachher noch auf, ja, aber der ist doch sicher nicht im Jenseits. Da tut man einfach mal Fresse halten, oder? Das ist nicht der Moment. Mm. Aber insgesamt, zum Argumentieren und so weiter. Ja, genau. Ja. Aber insgesamt finde ich es doch auch schön, dass das Bewusstsein je länger, je mehr kommt, ich heirate, also einerseits mal zivilisch, oder, vor dem Staat, aber nachher will ich es fest haben, will ich das vor der Familie möglichst individuell haben und so, aber nicht ein Sagen von Gott und nicht ein Sagen vor Gott, sondern ich sage das meiner Familie, ich sage das meiner Geliebten, meinem Geliebten, was auch immer. Das ist also ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, wo wir vielleicht in 20 Jahren weiter sind, wenn es je länger, je selbstverständlicher wird, dass man sagt, es geht auch ohne. Also oben ohne, also quasi oben ohne, ohne Gott, gottlos gut, gottlos glücklich. Ich muss das aber immer wieder so ein bisschen wiederholen, oder? Ab und zu mal werden wir so gesehen als, ja, Kruzifix abheichen und hier umstänken und da, du willst mir einen Trost wegnehmen. Das ist gar nicht wirklich die Idee. Die Idee oder das Ideal ist eigentlich ein friedliches Zusammenleben. Und Treta Kaspar, der in diesem Raum hier x Stunden geschafft hat, hat das mal formuliert und gesagt, in der Schweiz haben wir teilweise eine Art Religionsfrieden aus zwei guten Gründen. Wirtschaftlich geht es einigermaßen gut. Wenn es dir wirtschaftlich gut geht, dann suchst du nicht den Sündenbock à la Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg in einer Gruppe wie der Juden oder irgendwas wie der da, der Nachbar. Und das Zweite für Religionsfrieden ist auch, dass wir in der Schweiz gute Zäune haben. Quasi. Yeah. Also, es schaut euch so ein bisschen jeder für sich selber. Nicht im Oberwallis, im Oberwallis ist wichtig, wer damit wählen kann. Ich glaube, ein bisschen positiv über die Zäune. Aber die Zäune sind auch irgendwas wie so, also in einem grossen Teil von der Schweiz stimmt das, glaube ich, immer noch, dass man so eigentlich akzeptiert der andere. Also, man mischt sich nicht, glaube ich, genau gleich drin wie in anderen Ländern. Und die Art von Toleranz ist ja nicht nur das Interesse, sondern es ist einfach auch ein Geld zu lassen. Oder ich lasse dich gelten, ich lasse mich gelten. Und vor allem, ich selber rede jetzt von mir, also nochmal ich, aber ich lasse vor allem die Leute gelten, die mich auch in Ruhe lehnen und nicht irgendwie der kommen und sagen, ja, du musst jetzt und du musst jetzt. Und dass kein falscher Eindruck entstanden ist. Ich bin auch nicht hierher gekommen und habe gesagt, ihr müsst jetzt aufhören an Gott glauben. Aber ihr habt mich gefragt, ihr habt mich eingeladen und ich finde das spannend. Oder in dem Moment diskutiert man das. Aber sonst ist unser Leben eigentlich genug spannend und genug schön. Und die schönen Momente, die du hast, jetzt auch mit Gott oder Religion, die finde ich vielleicht in anderen kulturellen Erzeugnissen oder in Kunst oder in Literatur oder Poesie. Und das... Also die Schönheit des Lebens, die wirklich auch da ist, neben dem vielen Leiden, die wir euch haben, und es gibt ja wirklich auch Situationen, das ist wirklich zum Kotzen, was wir Menschen selber teilweise machen, aber auch was einfach der Naturzustand ist.
das Leben ist nicht ein Ponyhof, aber es gibt so viele schöne Sachen, dass wir eigentlich ich an dem einen Brief ziehen können. Und wenn jetzt ihr sagt, ja, das ist für mich ein Ausdruck von einer gewissen Göttlichkeit oder etwas Religiöses, das gestehe ich auch zu. Ich erlebe einen schönen Sturm oder einen schönen Sonnenaufgang halt einfach als schönen Sonnenaufgang. Für mich ist das eine Kernfusion von Helium und Wasserstoff und so. Aber in dem Moment denke ich ja auch nicht an Helium und Wasserstoff, sondern hey, schöner Sonnenaufgang. Apropos Ponyhof, bist du jetzt einer von den Atheisten bei meinen Hungern, die davon ausgeht, dass wenn wir keine Religion mehr hätten in den Köpfen der Leute auf der ganzen Welt, dass dann das Leben und ein Ponyhof wäre? Also, dass dann wirklich die grossen Probleme überwunden würden und dass das Hauptproblem Religion ist? Nein. Also wenn man Religion einfach nur wegnimmt, ich habe es eben so mal formuliert, du kannst ein intolerantes, frauenfeindliches, homophobes Arschloch sein mit und ohne Religion. Mit Religion kann man es leichter begründen, habe ich polemisch formuliert. Da kannst du das im Alten Testament nehmen oder aus dem Korintherbrief. Aber du kannst auch tiptop Atheist sein und ein Unmensch. Also, dass das geht, das ist so. Und wenn wir einfach nur keine Religion hätte im konventionellen Sinn, was man jetzt normalerweise unter Religion versteht, man muss da auch sehr vorsichtig sein, weil ein gewisser Teil von der Bevölkerung sucht sich, wenn die ich mache nochmal Anführungszeichen für die Podcast-Loserinnen und Loser. Ein gewisser Prozentsatz sucht sich, wenn die traditionellen, also Anführungszeichen, Religionen schwächer werden, sucht sich Ersatzreligionen. Und die sind teilweise euch sehr bedenklich. Also darum bin ich dafür, dass es kritisch aus deinem euch wichtig ist, oder? Dass man immer wieder einen Reality-Check macht. Wenn die Leute aus der katholischen Kirche, aus der Reformierten, austreten und nachher haben sie das Gefühl, ja, hier jetzt da, Kristalle oder Rael und Äußerirdische und so. Ich bin nicht der Meinung, dass, wenn Religion wegfällt, dass alle das Loch füllen mit etwas Pseudoreligiösem. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts, was dem klassischen Religionsbegriff nachkommt. Ich bin auch nicht in dem Sinn religiöser Atheist. Also ich habe das Gefühl, dass er immer die Checks and Balances oder also die Kritik integriert. Aber wenn man natürlich nachher wegläuft und nachher läuft man voll in die Esoterik drin, wo man nachher das Gefühl hat, ja, ich glaube zwar nicht an Gott und die klassischen Dings, aber ich kann nie Kontakt haben mit den Engeln. Und vor allem gibt es dann nachher eine ziemliche Charlatanerie, meistens sind es Charlatanten, oder? Was der mit dem Jenseits und mit diesen Kontakten haben. Mhm. Das sind ja auch nicht alle Charlatanen. Also wir glauben wirklich, dass sie mit dem Jenseits, mit diesen verstorbenen Kontakten haben. Ja, zum Teil. Und das finde ich euch, darum ist euch Bildung und Kritik teilweise wichtig. Also, ein Haufen haben eben das Gefühl, ja, wenn der die Leute unserer Kirche austreten, das ist nicht so, dass das einfach reicht. Es braucht ein kritisches Teil, es braucht einen Check, weil wenn nachher die Leute einfach das Geld in Kristallen drin schießen und in Jenseitskontakte und in die Medien oder so, also ich meine jetzt nicht Medien wie Printmedien oder so, sondern die Medien, die angeblich mit dem Jenseitskontakt haben. Das ist krass. Also, aber glaubst du nicht, du hast vorhin von einem Loch geredet, oder? Denkst du, dass der Mensch wie so gebaut ist, dass er das Gefühl hat, er muss ein Loch stopfen? Und dass vielleicht der Mensch sogar Religion braucht, dass er eben ziemlich schnell auf das ausweicht. Es gibt, dass er wie so geschaffen ist, es gibt vielleicht Funktionen von Gesellschaft, die leichter funktionieren, wenn du eine gewisse Art Religion hast, aber das ist die Gesellschaft. Beim Individuum bin ich ziemlich davon überzeugt, dass es einen grossen Teil von Menschen gibt, die das nicht brauchen, also klassische Religion also oder Religiosität. So Loch im Bauch. Nein, ich habe das Loch jetzt auch nicht so gespürt. Was aber du hast mir jetzt Loch im Lohn hast ich gespürt. Ja, im Lohn. Und ich habe ja ein bisschen Löcher verursacht. Oder? Jetzt aber, was ich das Gefühl habe, ist, es gibt, also auch nicht jeder Freidächer und jede Freidächerin hat das Bedürfnis, dass zum Beispiel, wenn er oder sie gestorben ist, oder wenn ihr Vater gestorben ist, oder der Lebenspartner oder so, auch da hat nicht jeder das Bedürfnis, dass man eine Abschiedsfeier macht. Aber doch ein grosser Teil. Und also die, das heisst, die tust du dann eben deine Rituale anbieten, oder? Ja, und die sind, da kritisiere ich sehr stark, dass es die Religion ziemlich gut geschafft hat, das so in Beschlag zu nehmen. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde, das ist ein menschliches Bedürfnis. Gemeinschaft erleben,
in schwierigen Momenten zusammenzustehen und auch zu wissen, ey, da ist es wer für mich da, mir geht es schlecht, also die Trauer oder was auch immer. Und dass man ein Familiennetz hat oder eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, gute Freunde hat, gute Kollegen hat, das ist für mich ein Ausdruck von Menschlichkeit, nicht von per se Religion. Wenn man das in einer religiösen Gemeinschaft findet, très bien, das ist sehr, sehr gut. Aber ich kritisiere, wenn das Gefühl vorherrscht, ja, wenn ihr jetzt einen Abschiedsfeier macht, dann tätet ihr ja wie Religion nachäffen. Weil, man muss wissen, also wenn man in die Anthropologie... So wie vegane oder vegetarische Steaks oder so. Ja, was will der das Formen, also wie möchtest du es auf den Grill tun, gell? Also, du kannst ja nicht eine Sackschäckung machen oder so, wie der Jan Hegenberg mal formuliert hat, Oktaeder. Aber mein Punkt wäre, die Abschiedsrituale hat es euch schon vor Religion eigentlich gegeben. Oder mal sicher vor dem Christentum. Also, wenn man so will sein, muss man sagen, das Christentum hat es eigentlich geschafft, die Arten von Abschied zu nehmen oder auch eine Partnerschaft oder was auch immer, hat dem den Stempel drauf getan. Das ist jetzt Christentum, oder? Nachher hat man aus dem die Zivilehe gemacht. Und mein Punkt wäre, Abschied zu nehmen hat es schon vor Religion gegeben. Jetzt müsst ihr natürlich diskutieren, vielleicht sind halt auch die Leute, die an einer Steppe gewohnt haben oder in einer Höhle, vielleicht ist das auch eine Art Religion gewesen. Vielleicht haben die auch das Gefühl gehabt, ursprünglich haben ja wahrscheinlich, ist ja so ein Ahnenkult ist entstanden, weil man träumt von denen, die gestorben sind. Und es ist nicht unrealistisch, dass man denkt, dass die Idee, dass die weiterleben, die haben im anderen Dings, weil man von denen träumt. Also, wenn man das als Religion will definieren, ja, okay. Aber mein Punkt wäre, wir als Freideicher, als Atheisten, als Humanisten, säkulare oder evolutionäre Humanisten oder auch Agnostiker oder Pantheisten, was auch immer, egal. Wir müssen euch mit einem gewissen Selbstvertrauen und einer Selbstverständlichkeit sagen, wir machen Abschiedsfeier, wir machen Hochzeit und wir machen die auf unsere Art. Ohne sagen, aber wir täuschen ringen. Was auch immer. Oder ich tue sicher keinem Kind wie Wasser auf die Stirn und das Kreuz machen. Aber wir nehmen ein grosses Tuch, wir stehen um und um, wir nehmen das am Schluss hoch, wir wollen damit etwas symbolisieren, du bist getreut und auch wenn der mal nicht mehr dich hat, du kriegst nicht an den Boden und nachher machen wir noch einen Spass, schießen wir noch ein bisschen im Ruf. Ja. Nicht ein bisschen in der Decke. Okay. Aber versteht ihr, ich bin dafür, dass man die kulturelle Ritual als Atheist, als Freideicher wieder ein bisschen zurückholt, oder? Dass man sagt, das sticht ein bisschen nach Religion. Ich tue es wieder ein bisschen polemisch, aber mir sticht das viel nach Religion. Und dann gibt es natürlich auch viele Freideicher, die vielleicht unserer engen religiösen Gemeinschaft rausgegangen sind. Denen musst du nicht kommen mit humanistischen Ritualen. Da sind die verbrennt. Das haben die... Da haben die teilweise, nicht mehr Ritual. Nein, wirklich nicht. Aber wenn du nicht einen Religionsschaden hast, dann kann es tiptop sein, dass du dir das wünschst. Das ist die... Eltern das wünschen dir und also Namensfeiern, ich habe das letzte Jahr 5 Stück gemacht, also das ist nicht nichts, also das, ja. Das kommt, das ist wie ein Trend. Ja. Wow. Ja, krass. Merci vielmal, Valentin, für... Jetzt haben wir sehr viel und so recht schnell miteinander geredet. Es ist viel ist besprochen worden eigentlich. Mega, ist zusammengekommen, du hast uns viel können, erzählen. Viel Gedanken hast du uns geben. Ich habe es mega spannend gefunden. Ich habe einen schönen Austausch gefunden. Mhm. Ja, man hat natürlich, wenn man schon jemanden so hat wie dich, auch, man hat noch viele Fragen. Man hat noch viel können nachhaken. Wahrscheinlich Zulasserinnen und Zulasser auch, aber... Aber man merkt, dass ich hoffe von euch nicht, dass der, also ich habe jetzt vielleicht mehr geredet als ihr, aber ihr seid auch Gastgeber gewesen. Ich hoffe, dass nicht der Eindruck entstanden ist, dass ich bin für das Predigen, oder? Also ich probiere immer zuzuhören. Wenn ihr etwas sagt, dann warte ich quasi nicht darauf, dass ihr aufhört zu reden, dass ich weiterkann reden. Du wärst eben schon ein guter Pfarrer eigentlich. Also in dem Sinne, ja, das ist jetzt schon fast beleidigend. Ja, nein, wir haben es spannend gefunden, wir haben dich ja wirklich wieder ausfragen, wir haben dir gerne die Redezeit gegeben. Und wir sind auch gespannt, wie ihr das erlebt habt, wenn ihr das so zuhört. Was euch da so durch den Kopf gegangen ist, was für Fragen bei euch gekommen sind, was für Argumente ihr für oder gegen einen Gott habt. Es wäre auch mega spannend, die Argumente mal zu hören, vielleicht da ein paar Mal gegenüberzustellen.
Und was hast du noch zu sagen? Hast du noch etwas? Ja, vielleicht sind wir ja dann später mal wieder mit einem anderen Artist oder das zweite Mal mit dir zusammen. Ja. Falls noch eben ein paar Themen kommen, wo du sagst, aber hey, wieso hätte ich nicht über das geredet und so. Voll, bei den Spider-Man-Comics noch ein bisschen. Was es auch immer ist, gell? Aber schliessen wir da? Ja, voll. Danke fürs Zuhören. Schönen Sturengehabt bis dahin. Und zum Wohl. Danke. So. Tschüss. Tschüss. Danke. Dino und Stego. Wir haben Fragen auf all deine Antworten.